Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei Baba Is You, der mittlerweile vierten Folge, glaube ich, ja, müsste sein. Wir haben in der letzten Folge angefangen, den Lake zu bearbeiten und haben die ersten vier Level geschafft, obwohl die fünf, das war ein Gedicht, das war sehr schön. Und wir sind jetzt in Level 5, Victory Spring. Und die Musik hat sich geändert, das fand ich sehr cool. Oh, okay. Water is Sink, Baba Is You. Cock is Push. Ja, okay, das sind Cocks. Okay. Die kann ich da reintun. Text is Float. Was wird denn zum Gewinn gemacht? Okay, so kann ich die da nur reintun. Okay, Text muss... Nein! Verdammt. So soll das nicht sein. Ah, okay. Moment. Nee, es ist immer noch im Wasser dann. Und wenn ich das einfach so reinschiebe? Ah, okay. Das geht scheinbar. Ja klar, der floatet ja immer noch. Okay. Dann habe ich hier jetzt einen Rin. Order is Ruin könnte ich legen, wenn ich das Is zurückbekomme. Ja. Okay. Haben's. Okay. Ach, stimmt. Ich habe das... Ich dachte gerade schon, was jetzt passiert. So. Order is... Ruin. Hui. Ach, verdammt. Order ist ja immer noch Sink. Kann ich einfach... Warte, ich muss das Is da wieder herholen. Was ist, wenn wir was ganz Skurriles machen und einfach sagen, Texas Win? Ja, alles ist ein Gewinn. Oh nein, ich kann da nicht rein, weil die alle auf Push sind. Warte, das würde doch eigentlich heißen, ich brauche so ein Cock-Ding am Anfang. Och nö. Okay, was ist, wenn ich einfach sage, wieder Baba is Win? Hat das schon mal geklappt oder nicht? Ich vergesse das immer. Nö, das geht. Ach, okay, dann habe ich mir umsonst Stress gemacht. Das sollte ich immer mal zuerst ausprobieren. Baba is Win funktioniert. Okay, Level 6. Tiny Pond. Was ist ein Pond? Flag, Key, Baba is You and Open und ein Rin. Water is Stub and Shut. Huch. Ach, ich bin ja Open. Ich dachte gerade schon, was war da? Was war das denn? Okay, da darf ich auf keinen Fall rein. Ich habe auch kein Is oder so. Und wie soll ich... Wie soll ich ohne Is arbeiten, ganz ehrlich? Baba is you and open. Ich kann die Sachen immer noch ins Wasser schieben, oder? Nee. Kann ich nicht. Ach, hier oben kann ich verschieben. Klar. Flag is you and open. Okay. Gut, jetzt sterbe ich aber immer noch. Ja, genau. Ich sterbe immer noch, wenn ich dahin will. Ach, und wir können ja hier rauf. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ah, okay. Rin kann ich aber nicht... übers Wasser ziehen, weil Wasser immer noch Stub ist. Das heißt... Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was das heißt. Oh, warte. Ja, wir können alles erstmal runterschieben. Das macht alles ein bisschen einfacher. So, erstmal open ich nicht mehr. Sondern... Ja. Key is open. Ach, kann ich ihn dann pushen? Nee, kann ich nicht. Wie macht man das? Was ist, wenn ich das U austausche? Okay, dann werde ich einfach nur zum Schlüssel. Okay.
UN-Key. Okay, werde ich auch nur einfach. Okay, ich schiebe das mal hier rum. Keys you. Und dann brauche ich einen Baba is Flag. Da müsste sich doch die Flagge auch zu Baba verwandeln. Unumkehrlich. Genau. Und wenn ich jetzt wieder Baba is you. Nee, das geht auch nicht. Nee, das wollte ich nicht. So, Flag is you. Genau. Ja, warte. Wir brauchen Baba nicht. Keiner braucht Baba. So, das Win ist da. Baba ist Win. Ah ja, warte. Jetzt kann ich machen. Ja, das geht. Oh, meine Güte. Key is Win. Ich habe nicht so lange gebraucht für das Rätsel, aber es war trotzdem schwer. Oh. Ich weiß echt nicht, wie schwer das noch werden können. Oh Gott, das. Oh Gott, da gibt es noch ein Level von. Nein. Um die ganzen extra Level werden wir uns übrigens ein andermal kümmern. Vielleicht in einer extra Folge zwischendurch. Aber erstmal will ich noch die hier machen. So, 7. Wo war die 8? Assembly Team. Ah, ich bin ein Roboter. Robot is you. Robot is stop. Flag is win. Water is sink. Und Pipe is stop. Na gut, erstmal könnte ich mir Baba zurückholen. Okay, jetzt ist Baba tot, verdammt. Wie schaffe ich es, dass nicht beide Roboter gleichzeitig sterben? Okay Leute, ich habe die Lösung. Und zwar, ich habe einmal das Baba schon an die Wand geschoben, um die Roboter nicht auf einer Linie zu haben. Und dachte mir so, scheiße, ich krieg das Baba nicht mehr weg. Aber das brauchen wir ja gar nicht. Wir schieben einfach Issio rüber. Das geht ja in dem Spiel. Tut mir leid, ich musste niesen. Huiuiui. So, Baba ist you und hochlaufen. Perfekt. So, und ich bin in einer Minute wieder da. Weil ich... Oh, ich habe die Area cleared. Schön. So, tut mir leid. Baba hat Allergien. So, catch the thief. Oh, was müssen wir da machen? Okay, da ist ein Roboter. Ah, nein, der bringt mich um. Wie mies. Okay. Ah, okay, so kriege ich den aber nicht. Ich könnte Robot is Move versuchen wegzukriegen, aber so schnell komme ich da nicht hin. Skull is Defeat. Pipe is Stop. Oh, wie mache ich denn das? Ja! Okay. Bin schon mal nicht tot. Und jetzt? Da ist das Rin. Ja, du kannst erstmal da hinlaufen, genau. Warte, du kannst doch... Kann ich dich lenken? Ah ja, jetzt läuft es aber immer noch nur geradeaus. Wie kriege ich es hin, dass du die Richtung änderst? Verdammt, ich kann dich nicht versetzen. Oh, warte, nimm das zurück. Ich kann mich versetzen. Ich mache einfach... Ich bin der Roboter. Perfekt. Ah, ich werde immer noch defeated, ne? Ah, okay. Warte, zurück, zurück, zurück. Und ich muss noch mehr zurück, weil ich das Winner immer runtergeschoben habe. Das sollte man aber nicht tun. So. Jetzt. Robot is move. Genau. Rein da. Robot is you. Und jetzt bin ich wieder gefangen. Nein! Okay, wenn ich Robot is move reinschiebe. Wie bewegt er sich dann? Oh Gott, doppelt.
Okay, ich habe einen doppelt bewegenden Roboter. Okay. Das hätte ich. Ja, ich kann mich dadurch bewegen. Oh nein, jetzt muss ich noch hinkriegen, dass ich da stoppe. Nee, auch nicht. So. Nein! Ah nein, jetzt schiebt mich der Roboter ja jetzt wieder weg. Nein, ich bin wieder tot. Warte, ich kann das Move ja zuerst entfernen. Ja, jetzt geht das. Oh, das war ein cooles Rätsel. Oh, die werden immer besser, die Rätsel. Das finde ich echt gut. Ich bin echter Puzzle-Freund. Ich wusste gar nicht, dass ich so begeistert dafür bin. So, Robot is win. Ja, der Dieb wird zum Ziel. Wie schön. So, Level 9. Level 9 und 10 schaffen wir wahrscheinlich noch. Wireless Connection. So, Pipe is Stop. Baba is You. Flag is Flag. Bock is Defeat. Was ist Bock? Okay, ich würde sagen, Bock ist dreckiges Wasser. Robot is Push. Robot is Move. Ich brauche... Da hinten ist Flag Rock Rin. Ich bräuchte an sich Rin. Oh, Leute, ich... Oh, endlich weiß ich ungefähr, was ich machen muss. Ich hoffe, das klappt. Und zwar als erstes machen wir Cock is Robot. Oder auch umgekehrt, geht beides. Obwohl, ich kann den Cock, glaube ich, gerade gar nicht bewegen. So. So, das sind jetzt beides Roboter. Und dann brauchen wir wieder Robot is Push. Oh, bis man darauf kommt. Ich dachte die ganze Zeit, ich muss das Rin hierher holen, aber andersrum. Ich muss die Wörter darüber bringen. Dann brauchen wir einen Roboter auf... der Ebene. Obwohl, den tun wir mal hier hin. Und noch einen. Da drunter. Ah, der muss so gucken. So, und dann machen wir Flag is Rock and Rin. In einem Zug. Ich habe das Cock extra in Roboter verwandelt, dass ich beide gleichzeitig bewegen kann. So, und wenn die jetzt moven, bis zu einem gewissen Punkt, dürfte es klappen. So, ich warte. Ah, Flag is Flag, nein. Aber es gilt trotzdem. Ja. Oh Gott. Oh, das hat lang gedauert. Oh nein, das gibt's noch mal in schwerer. Warum? Warum Spiel? Okay, liebe Leute, das war's mit diesem Let's Play. Ich habe keine Ahnung, wie lange es dauern wird, denn ich habe total den zeitlichen Überblick verloren. Falls ihr etwas kürzer wird, Entschuldigung, falls ihr etwas länger wird, freut euch. Das kann man bei Puzzlespielen so schwer einschätzen. Vielleicht mache ich auch zu wenig Level. Kann auch passieren. Ich werde die nächsten Folgen mal drauf achten und dann kriegt ihr immer so eine 15-Minuten-Folge. Falls diese hier wirklich kurz wird, tut mir leid. Ansonsten euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like oder Abo da, wenn ihr nichts vergessen. Nein, ich bin müde. Wenn ihr nichts verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal bei Baba is You. Genau, so heißt das Spiel. Meine Fresse.